Ja, Herr Krüger, Deutschland wählt, Deutschland war im Wahlkampf. Was steht denn in Deutschland auf dem Spiel? Ich glaube, es geht nicht um Deutschland selber, um die innenpolitischen Probleme, auch nicht um die sozialen Probleme, die ja alle da sind, wie in allen westlichen Staaten. Eine Gruppe der Gesellschaft reicher und reicher wird und die andere ärmer und ärmer oder doch jedenfalls fast nicht mehr reicher. Aber das sind alles Probleme, die meines Erachtens justiert werden können. Es geht um Europa. Das Selbstbild von Deutschland ist eines, dass wir haben uns das alle geschaffen, gemeinsam. Nach dem Krieg. Ja, nach dem Krieg in diesen 60 Jahren. Und jetzt kommt Europa und will uns das wegnehmen. Davor haben sehr viele Leute Angst. Dass wir ein Teil dieses Europas sind, wird dabei nicht gesehen. Die andere Angst, die Angst der Intellektuellen, würde ich mal sagen, ist, dass die anderen Länder Europas uns in eine Rolle drängen, die Deutschland irgendwie nicht erfüllen kann. Das heißt, wir sollen eine Führungsrolle übernehmen. Als Wirtschaftsmacht, als politische Macht. Als Wirtschaftsmacht. Und ich glaube, das können wir nicht, denn das bedeutete ja auch, eine intellektuelle Macht zu haben. Und ich habe den Eindruck, dass da im Moment diese auseinanderstrebenden Vorstellungen, was wir alles tun sollen, mit unserer Selbstwahrnehmung kollidiert. Das heißt, wir haben selbstverständlich, wie alle anderen Länder auch, wir haben eine Menge Probleme. Wir haben Probleme mit der Schule, wir haben die Probleme mit der Universität. Gab es denn Probleme oder heiße Eisen oder Fragen, die den Menschen unter den Nägeln brennen, die jetzt überhaupt nicht besprochen wurden im Wahlkampf? Ich glaube schon. Die ganze kulturelle Frage wurde überhaupt nicht besprochen. Das haben Sie auch hier in der Zeit, oder? Die hat eine Umfrage gemacht bei 48 Intellektuellen zu. Haben Sie auch zu Protokoll gegeben, dass Sie die Kultur vermisst haben? Ja. Inwiefern ist sie denn wichtig im Wahlkampf? Naja, ich glaube, es geht ja nicht mehr nur noch um nationale Wahlkämpfe, sondern es geht auch um unsere Vorstellung von Europa. Und da muss doch die Kultur eigentlich die Hauptrolle spielen. Vielleicht aber auf jeden Fall neben der Wirtschaft, wenn nicht sogar über der Wirtschaft. Wenn irgendetwas identitätsbildend ist, dann ist es nicht der Export von Siemens oder einer anderen Firma, sondern dann ist es dieses gemeinsame Erbe, diese Kultur. Sie haben sich als Verleger stark gemacht, oder? Für internationale Literatur, eben für nicht nur Europa, weltweit verbindende Literatur. Inwiefern ist denn dieser geistige Humus so wichtig? Ich glaube, er ist das Wichtigste überhaupt. Denken Sie mal an einen Staat, der jetzt ganz im Abseits steht, nämlich Griechenland. Die griechische Kultur, die ist wahrscheinlich die älteste in Europa, sieht man von Etruskern und so weiter ab. Die älteste, die uns geformt hat. Diese Kultur hat über die Jahrhunderte eben auch eine moderne hervorgebracht. Es fahren jedes Jahr, ich weiß nicht, 3 Millionen Menschen nach Griechenland in den Urlaub. Aber kein Mensch interessiert sich zum Beispiel für diese griechische Literatur, für die hochinteressant ist. Und wir kennen ein paar Namen, Konstantin Kafafis von der Jahrhundertwende oder Odysseas Elitis oder Yannis Ritsos. Das sind Namen, die dann oft vertont wurden, und die hört man dann, wenn man in Griechenland in der Kneipe sitzt, hört man diese unverständlichen Worte. Aber dass gar keiner sich dafür interessiert, zeigt ja, dass dieses Europa durch die Billionverkehrsmittel vollständig vernetzt ist. Ich kann zum Flughafen fahren und mit Last Minute bin ich in einer Stunde in Istanbul oder am Schwarzen Meer oder unabhängig von der Kultur dieses Landes. Aber was wäre, wenn Sie nennen jetzt die griechische Mythologie? Was kann ich denn für mein Leben gewinnen aus solchen Erzählungen, aus der Kultur? Was haben Sie da dem abgewonnen?
Naja, zunächst mal, es geht nicht nur um die griechische Mythologie, sondern es geht auch um Platon. Es geht um das Verhältnis vom Staat und zu den Intellektuellen und Künstlern. Das ist alles damals schon vorgedacht worden. Mhm. Und wenn Sie Herodot lesen, dann lernen Sie etwas über die Aufteilung der Welt, über die Geografie der Welt, über die Kriegsführung in der Welt. Nein, es gibt keinen Text der griechischen Antike, der heute uninteressant wäre. Gar nicht zu reden von der Naturkunde und wie man Honig gewinnt und so weiter. Auch das sind Dinge, die man in den griechischen Büchern lernen kann. Also und man kann etwas lernen, nämlich das Verhältnis von Stadt, Athen und Land. Und ich glaube, das Problem wurde damals sehr deutlich, und das ist ein Problem, das immer noch in Frankreich, in Italien, auch in Deutschland existiert. Hier ist die Stadt, hier ist Berlin, hier ist Paris, hier ist London. Und da ist das komische Landvolk, das früh aufstehen muss und die Kühe melken muss, und aber eigentlich nicht mehr so richtig in unserem Bewusstsein ist. Also Sie würden sagen, die Zeit hat das richtig gemacht. Die Intellektuellen sind durchaus Wegweiser. Das würde ich für Deutschland nicht mehr sagen. Ich gehöre ja einer Generation an, die die 68er genannt wurde, weil wir um diese Zeit erwachsen wurden und uns gebildet haben und uns sehr eingemischt haben in eine Gesellschaft. Nicht ich persönlich so sehr, aber doch auch, aber viele andere meiner Generationsgenossen. An der Universität, in der Wahrnehmung, wie wir leben wollen und so weiter. Und selbstverständlich gab es um diese Zeit eine stärkere Einmischungsbereitschaft als heute. Heute ist das Politische ganz an den Rand gedrückt worden. Das habe ich jetzt auch in dem ganzen Wahlkampf beobachtet. Man guckt mit einem gewissen Ekel diese Plakate an. Immer dieselben dummen Sprüche, die weder etwas mitteilen, nur suggestiv sein wollen. Es ist einfach furchtbar. Und wenn man, je älter man wird, je öfter man das gesehen hat, desto frustrierter ist man. Was hat denn die Politik abgelöst? Na, auf jeden Fall das Interesse für Ökonomie. Mhm. Das Interesse für Lebensformen. Es ist viel interessanter offensichtlich für viele Leute, wie sie leben, wie sie essen, wie sie sich fit halten und so weiter, als wie sie regiert werden. Mit der Ökonomisierung sind wir ja bei Ihrem Thema als Verleger. Das kennen Sie auch, den ökonomischen Druck auf die Verlage, auf die Verlagswelt. Sie sind 1943 in Wittgendorf, im heutigen Sachsen-Anhalt, geboren, in Berlin aufgewachsen. Sie haben nach dem Abitur dann eine Buchhändlerlehre gemacht und eine Druckerlehre, haben ein paar Jahre in England gearbeitet und sind seit 45 Jahren im Hansa Verlag in München tätig. Das ist ein Verlag, der noch konzernunabhängig in Familienhand sich befindet. Das heißt, ein Verlegerleben als Lektor, als literarischer Leiter, seit Jahren als Geschäftsführer, als verantwortlicher Geschäftsführer dieses Verlages. Die Süddeutsche Zeitung hat mal über Sie geschrieben, eine der letzten überragenden Verlegerpersönlichkeiten, die fast schon ausgestorben sind, obwohl sie nötiger wären denn je. Wie lebt es sich denn als verlegerischer Dinosaurier? Naja, Sie haben ja gerade vorgelesen, eigentlich ist man ja schon halb tot. Und man steht sozusagen schon mit einem Fuß in der Grube. Und deshalb immer, das sind ja traurige Gestalten, die so kurz vor der Grube stehen, also wird man noch mal gelobt. Mhm. Und nein, ich schaue auf diese Zeit mit der größten Freude zurück, weil ich verschiedene Phasen mitgemacht habe, die wahrscheinlich zu den schönsten Phasen der Verlegerei gehören. Das erste, dass eben um 68 die Wahrnehmung nicht nur für die schöne Literatur, sondern eben auch für sehr viele theoretische Literatur geschärft wurde.
Das gab es vorher nicht. Da gab es die Literatur, das war der Literaturverlag und er hatte manchmal ein paar Sachbücher. Aber dass wir um 68 in den Verlagen die Psychoanalyse, die Ethnologie, die politische Theorie, die politische Wissenschaft integrieren konnten, als Teil des Denkens, als Teil dieses Ideenhimmels, aus dem man sich anzapfen konnte, was man wollte, dass man plötzlich bei Suhrkamp eine ganze Hegel-Ausgabe für 98 Mark kaufen konnte, wo früher ein einziger Band so viel kostete. Sozusagen diese Vergesellschaftung des Wissens und des Geistes, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ja. Das war die eine Sache. Die zweite Sache war, ich bin ja noch sozusagen an der Druckmaschine groß geworden. Ich habe ja auch Drucker gelernt neben dem Buchhandel und hatte also immer noch so ein handwerkliches Interesse am Buch. Das war interessant, wie man die Umschläge und so weiter, wie gedruckt wird, wie das Kapitalband, wie der goldene Schnitt auf der Seite aussieht, wie die Typografie auszusehen hat. Das war alles so etwas in den 50er und bis Mitte der 60er Jahre so etwas unschuldig, spießig, einfach immer so gemacht worden. Und dann kam die Überlegung, ja, vielleicht gibt es eine ganz andere Buchform und wir müssen das etwas anders gestalten und machen. So, das war die zweite Sache. Und die dritte Sache war, dass natürlich um 68 herum durch die Theoretisierung der Literatur, durch die heftige Theoretisierung der Literatur, man die Literatur verteidigen musste. Mhm. Weil plötzlich war die Literatur eigentlich hinter die großen Theorien. Man las, um es deutlich zu sagen, man las den französischen Philosophen Michel Foucault über Literatur, aber nicht mehr die Literatur selber. Und plötzlich fühlte ich mich aufgerufen, mich wirklich für die Literatur einzusetzen und zu kämpfen. Und ich habe viele Preise gegründet. Wir haben diesen wunderbaren Petrarca-Preis gegründet, den wir über 20 Jahre lang vergeben haben, wo alle großen Dichter eingeladen wurden zu lesen, von Tranströmer und bis Gatzel und hier aus der Schweiz Philippe Jacotet. Und sodass wir mussten ein Gegengift, ein Antidot bilden, damit die Literatur, der eigentliche imaginative Raum, nicht sozusagen hinter die Theorie zurücktritt. Die Theorie entwickelte eben so viel Imaginationspotenzial, ja, wurde immer verrückter und närrischer, wurde immer literarischer, sodass die Leute dachten, nur das lesen wir also Roland Barthes und Michel Foucault und Derrida etc. Und brauchen die Literatur ist eigentlich nur dazu da, von den großen Philosophen erklärt zu werden. Die Verteidigung der Literatur, es ist eine ganze Eloge auf das Buch, das jetzt angeklungen ist. Wir sind aber ausgegangen von der Ökonomisierung, vom Druck, der in den letzten Jahren, ich weiß nicht, Jahrzehnten auf den Verlagen, auf den Buchhandel lastet. Ja. Wann hat denn das eingesetzt? Was hat das mit sich gebracht? Ja, das ist sehr interessant und zukünftige Historiker werden das genauer bestimmen können. Aber als ich groß wurde und mit meiner Arbeit anfing, gab es das Wort Konzern in unserem Beruf nicht. Ja. In diesen 40 Jahren hatte sich diese Situation so geändert, dass heute in Deutschland 80% der Bücher, literarischen und Sachbücher, aus drei Konzernen kommen. Nämlich Bertelsmann, Holzbrink und Bonnier. Und die Unabhängigen, also die Ogenes, Klett, Suhrkamp, Hansa, Wagenbach und viele, viele, viele Kleine, machen zusammen nur noch 20%. Das heißt, die Vorstellung, dass man immer größer werden muss, um an dem Markt zu bestehen, hat natürlich auch dazu geführt, dass alle Sublieferanten sich darauf eingestellt haben. Früher hat man
Um ein Beispiel zu geben, hat man ein Buch eines amerikanischen guten Autors, da musste man einen Vorschuss zahlen, der etwa 10.000 verkauften Exemplaren entsprach. Ja. Ich will keine Namen nennen, aber wenn Sie heute einen bedeutenden amerikanischen Autor einen Vertrag machen wollen, können Sie bis zu 1 Million oder 1,5 Millionen zu zahlen haben. Was ja sichtbar und klar für einen kleineren Verlag gar nicht mehr leistbar geht. Ist. Und, aber das ist der Markt, der sozusagen das Geschäft bestimmt? Ich könnte ja jetzt sagen, ja, die Autoren sind ja dann selber schuld. Naja, das glaube ich nicht, dass die zunächst mal schuld sind, sondern wenn ein Autor, der von diesen Dingen lebt, der kriegt ja kein Gehalt. Der lebt davon, dass seine Bücher den Geschmack, die Reizung ausüben, dass jemand diese Bücher liest, kauft. In den 60er Jahren war mehr als die Hälfte des Einkommens eines Autors Honorare aus Rundfunk, aus dem Rundfunk. Das hat sich radikal verändert. Er muss also viel mehr von den Büchern selber direkt leben. Vom primären Produkt. Ja, weil die Literatursendungen im deutschen Rundfunk eben radikal zusammengeschnurrt sind auf 3, 4, 5 Minutenbeiträge. Ich selber habe viele Jahre lang Literaturkritik im WDR gemacht. Da hatte man eine halbe Stunde im Monat. Das war eben doch eine große, schöne, ein Batzen, von dem man auch die Miete zahlen konnte. Aber Sie haben jetzt die Veränderung des Marktes geschildert. Wie hat sich das auf das Buch ausgewirkt? Das hat sich insofern ausgewirkt, als wir heute eben die Großkonzerne haben mit den vielen Unterverlagen, was bedeutet, dass das nicht nur für Deutschland gilt, sondern die Bertelsmänner und die Holzbrings haben natürlich auch in Amerika, in Frankreich und so weiter große Verlage gekauft. Die haben einen besseren Zugang natürlich auch zu den amerikanischen und überhaupt ausländischen Agenten, die heute für den Transfer der Bücher zuständig sind. Während diese mittleren und kleineren dafür werben, dass wir den besseren Service haben, dass wir die besseren Lektoren haben, dass wir sozusagen als das Buch besser begleiten. Ja, dass wir sozusagen so eine Rundumbeatmung des Autors bieten können. Denn ich glaube auch, dass wir nicht schlechter verkaufen als die Großen. Und zweitens, die Großen haben natürlich auch sehr, 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 sehr viele gute Bücher, leider. Wenn die nur schlechte Bücher hätten, wäre es ja leichter, dagegen zu polemisieren. Aber es lohnt sich überhaupt nicht zu polemisieren. Die Situation das heißt aber insgesamt für mich als Leser, Leserin, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Es werden immer noch, ich weiß nicht, 80.000, 90.000 deutschsprachige Bücher pro Jahr verlegt, alles in allem. Das Angebot ist riesig. Ja, aber Sie müssen doch hingucken, dass eben heutzutage die wirklich interessanten Sachen häufig aus sehr kleinen Verlagen kommen. Sehr klein. Das haben Sie geschildert, wird für die kleinen Verlage einfach immer enger. Dieses Netz ist eigentlich gemacht für die Großen. Ja, denn man muss die Bücher ja in der Hauptsache über den Buchhandel verkaufen. Noch ist das Netz nicht so zugänglich, dass ich ein Buch über das Netz für 3.000 oder 4.000 Leute da so durchschmuggeln kann, dass es auch tatsächlich die Empfänger erreicht. Das ist sehr kompliziert. Das klingt immer so einfach, das große Netz, und dann schmeißt man es nur rein und 4.000 Leute werden schon sehen, wie sie das da wieder rauskriegen. Das heißt, der Hauptteil heute geht immer noch über das gedruckte Buch. Nach wie vor. Das sind doch 70-80% und in manchen Fällen bei kleineren Verlagen sogar 90%. Das heißt, wir brauchen einen Buchhandel nach wie vor. Und meine Arbeit war es immer gewesen, den Buchhandel zu stärken. Jetzt haben Sie bereits von der Verteidigung der Literatur gesprochen, allerdings in Ihrer Biografie etwas früher. Gleichwohl, Hansa Verlag unter Ihrer Leitung hat, ich weiß nicht, 14 oder 15 Literatur-Nobelpreisträger, Preisträgerinnen hervorgebracht.
Mo Jan 2012, Thomas Tranströmer 2011, Hertha Müller, Leclesio, Orhan Pamuk, Josef Brodsky, wir könnten weiter zurückgehen, Elias Canetti und so weiter. Also sozusagen über Qualität, querfinanziert durch Bücher, die sich auch breiter verkaufen. Hier auf der Liste jetzt fehlt Umberto Eco, zum Beispiel mit Der Name der Rose, der auch in Ihrem Verlag erschienen ist. Ja, ein Buch, das sich gut verkauft hat. Ist das so ein Modell, Querfinanzierung der hohen Literatur durch breite Literatur? Ja, nur Sie müssen eben auch bedenken, wir haben von Umberto Eco, glaube ich, 30 Bücher verlegt. Mhm. Und davon sind 7 Romane. Mhm. Und der Rest sind lauter Essaybände, Studien, semiotische Studien, Theorie der Übersetzung und so weiter. Da haben wir zum Teil 3.000, 4.000, 5.000 verkauft. Ja. Das heißt, die Querfinanzierung bei Eco ist sozusagen, bleibt innerhaupt des Gesamtwerks Eco. Ja. Aber prinzipiell ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Wir sind ein unabhängiger Verlag, aber ich muss eben als Geschäftsführer am Jahresende eine saubere Bilanz hinlegen. Und es war mein Ehrgeiz, und das ist uns auch gelungen, dass wir eben nicht bei der Bank nachfragen, ob sie uns die Sachen finanzieren kann. Aber jetzt mal, Herr Kröger, inhaltlich. Alle 2-3 Jahre ein Nobelpreisträger. Wie haben Sie das gemacht? Das ist ganz einfach. Man muss immer die Bücher kaufen oder nehmen, die die anderen nicht genommen haben. Denn der Nobelpreis kann schlechterdings nicht an Autoren gehen, die sowieso schon jeder kennt und die jeder gelesen hat. Das geht nicht. Brodsky, Heaney, der Karibe, Wolcott, ein wunderbarer Dichter, ein schwarzer Dichter. Schwarz und mit wunderbaren, krausen Haaren, ein Homer der Karibik. Mhm. Den kannte natürlich keiner vorher. Der wurde verlegt in den besten Verlagen. Die Auflagen waren 1.000, 2.000, 3.000. Ich habe ihn damals gelesen und der Hansa Verlag hat ihn gemacht. Wir waren glücklich damit, 2.000 verkauft zu haben. Und dann wurde er natürlich, weil er ein bedeutender Dichter ist, irgendwann auf diese Liste gebracht und irgendwie hat er den Preis gekriegt. Das heißt, wir hatten einen Autor, um mal ein Beispiel zu sagen, wir hatten lange Jahre einen Autor, Kwazi aus Südafrika, ein wunderbarer Schriftsteller. Den haben wir für uns entdeckt. Wir haben, glaube ich, 4 oder 5 Bücher gemacht und haben nie irgendetwas verkauft. Mhm. Der wurde aber immer berühmt, der kriegte den Booker-Preis in England und der Agent wollte sehr viel Geld haben. Mhm. Und da haben wir gesagt, nein, das können wir nicht mehr machen, wir verlieren zu viel Geld, das muss man dann auch gegenüber anderen Autoren rechtfertigen, also hören wir auf. Prompt kriegt der 2 Jahre später den Nobelpreis. Und das ist so, da kann man auch nichts dagegen machen. Mhm. Aber wahr ist, was Sie gesagt haben, man muss einen Verlag, da arbeiten Menschen, da arbeiten Autoren, die einem die Rechte übergeben. Das heißt, man hat eine Verantwortung und muss, die wollen auch am ersten ihr Geld haben, so wie Sie das kriegen, automatisch. Und deshalb muss man sehen, dass man mit den Büchern, die man hat, eben so viel verkauft, um ein solches Geschäft am Leben zu erhalten. Nehmen wir ein Beispiel. Thomas Tranströmer, der schwedische Autor. Wir hätten ja vielleicht noch Lars Gustafsson gekannt, aber ich würde jetzt sagen, für viele völlig unbekannt. Kriegt 2011 den Literaturnobelpreis. Sie haben gesagt, ein persönliches Geschenk. Inwiefern? Weil dieser Mann hat, glaube ich, geschrieben, insgesamt ein Werk von 300 Seiten. Nicht mehr. Er war Psychologe und hat sein Geld mit was anderem verdient. Aber jedes dieser Gedichte, dieser 270 Gedichte, war für mich wie ein Wunder. In jedem Gedicht war eine Beobachtung, eine Formulierung, eine Metapher, die für mich ein Fenster aufgemacht hat in eine andere Welt.
Und ich habe den immer gelesen, wir haben immer winzige Faszikel mit seinen Gedichten herausgegeben. Manchmal waren es 20 nur. Da musste man sehr viel Titelei vorne reindrucken und hinten noch Anzeigen machen, um dem Buch überhaupt einen Körper zu geben. Mhm. Und der wilde Marktplatz, ich glaube, es waren nur 8 Gedichte. Aber ich war vollkommen immer der felsenfesten Überzeugung, dass wir einen der wunderbarsten Dichter verlegen. Und wäre er ohne Nobelpreis in die Grube gegangen, wäre er immer dieser wunderbare Dichter geblieben. Mhm. Und den haben wir kennengelernt. Wir haben ihm auch dann den Petrarca-Preis ja gegeben. Also ich habe alles versucht, um diese kleinen Bücher zu propagieren. Mhm. Und dann kam eine furchtbare Krankheit hinzu. Er hatte einen Schlaganfall, er kann nicht mehr schreiben, er sitzt in einem Wägelchen, in seinem Krankenwägelchen. Seit mehr als 20 Jahren. Ja, kann kaum noch sprechen, nur seine Frau versteht ihn. Nur die linke Hand ist beweglich, mhm. Er kann also Musik für linke Hand spielen. Erstaunlich wusste ich auch nicht, wie viel Musik für linke Hand es gibt, seit dem Ersten Weltkrieg, also seit heute vor 100 Jahren. Weil natürlich viele Musiker zurückkamen und den rechten Arm verloren hatten. Sodass er da Musikliteratur entstanden. Ja, sodass er da sitzt und etwas spielt und gelegentlich einen Buchstaben macht, aber sonst seit 20 Jahren nicht mehr tut. Und das ist ein solcher Heiliger der Poesie. Mhm. Ja, auch einer, der eben sich nicht überall mit geäußert hat, der also nicht gesagt hat, wir müssen eine andere Sozialgesetzgebung, wir müssen gegen rechts oder gegen links oder gegen die Mitte protestieren. Das war einer, der nur für sich war. Und das habe ich immer sehr geachtet, weil er offensichtlich diese ganze Lebensenergie, die er hatte, in diese wenigen kleinen Gedichte bringen konnte, sodass die durch diese Energie eben sofort geleuchtet haben, auch noch in Übersetzung. Sie haben ja früh kennengelernt, erzählen Sie immer gerne diese Geschichte, oder beim Literaturfestival, wenn ich es richtig erinnere, dass Sie dann gebeten wurden, ob nicht jemand bei Ihnen im Zimmer übernachten dürfte, weil es einfach zu wenig Zimmer gab. Und wir waren, ich war der jüngste Eingeladene beim Rotterdam Poetry International und hatte einen ersten kleinen Band veröffentlicht. Das war also das in den 60er Jahren? Ja, Anfang 70er. Und dann hat mich natürlich gefragt, du hast ein großes Bett, darf da sich ein Zimmer, darf da noch einer rein? Und zunächst denkt man natürlich, muss es sein, aber wenn es ein netter Mann ist, der nicht gerade die ganze Nacht schnarcht, warum denn nicht? Und dann kommt ein magerer Schwede, der ganz gut Deutsch konnte und sagte, joho, mein Name ist Thomas Tranströmer und wir werden uns schon wohl vertragen und so. Und so begann diese Freundschaft. Aber mit den Autoren, was ist jetzt das? Verleger, Lektor, Korrektor, Freund? Ja, das ist, ich gebe immer das, mein Lieblingsbeispiel. Das ist der berühmte Samuel Fischer, der den S. Fischer Verlag gegründet hat. Der kam in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts nach Berlin und war innerhalb von 25 Jahren der Verleger der gesamten großen Literatur von Hofmannsthal und Hesse und Thomas Mann und Schnitzler und so weiter. Das war ein Jude aus der Liptau, also heute Slowakei. Kam nach Berlin, sprach dieses Deutsch-Jiddisch, kam in eine nicht gerade philosemitische Umgebung und hat in diesen Jahren nicht nur ökonomisch, sondern offenbar auch durch sein Interesse an der Literatur, diesen Magnetismus entwickelt, dass die Leute zu ihm kamen.
Das war natürlich für mich eine Idealgestalt. Und das gab es auch nach dem Krieg wieder mit dem berühmten Siegfried Unselt, der das ja auch vermocht hat. Surkamp Verlag, der von Frisch bis Enzensberger und Peter Weiß und so weiter sehr viele Autoren in sehr schneller Zeit zusammengezogen hat. Das sind aber diese Idealen, wo es dann auch geglückt ist. Deshalb wissen wir ja davon. Das heißt, da entsteht so ein Feld und das zieht dann wieder andere an. Und, Aber wir haben eben mit unseren viel bescheideneren Mitteln, in einem viel kleineren Maßstab, habe ich eben auch immer versucht, dass die Autoren als Ganze, eben auch als Berater, als Freunde Teil des Verlages sind. Dass der Verlag nicht nur eine Maschine ist, wo man oben in einen Trichter die Buchstaben reinschmeißt und unten kommt halt ein Buch raus. Sondern in dem Moment, wo man sich selber als einen Empfangenden empfindet, und für mich ist das immer so, ich habe das immer als ein großes Privileg angesehen, dass ich der Erste bin, der dieses Manuskript lesen darf. Ein Privileg, nicht nur ein Geschäft. Ja, ein großes Privileg. Und ich bin der Erste, der dann auch sagen kann, das ist wunderbar. Und ich bin aber auch derjenige, der sagen kann, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten und so weiter. Und wenn man diese Haltung gegenüber der Literatur hat, dass die Literatur etwas ist, bewusst oder nicht bewusst, intentional oder nicht, in der etwas entsteht, was mehr ist, als ich mir ausgedacht habe. Sonst würde ich es ja nicht lesen. Ja, aber doch etwas anklingt in ihm. Ja, und jedes Buch, was man verlegt, sollte ja eigentlich so sein, dass man nach der Lektüre eben ein anderer ist. In einem kleinen Segment nur. Man wechselt sich nicht aus. Aber jedes gute Buch, und es kann ein Buch mit Aphorismen sein, sollte einen verändert haben. Und ein Verleger, der nur sagt, die Veränderung besteht darin, dass mein Konto etwas reicher geworden ist, der ist langweilig. Sind da ein Erlebnis in Erinnerung, wo Sie gesagt haben, ich klappe jetzt dieses Buch zu, bedeutet für mich... Ja, so. Ich kann, weil wir hier in Zürich sitzen, möchte ich unbedingt einen in Zürich lebenden Autor nennen, Peter von Matt. Wir haben ein Buch. Der Germanist, Professor Peter von Matt. Peter von Matt, der jahrelang hier in Zürich gelehrt hat, Germanistik. Ja. Von dem haben wir mal die sämtliche Beiträge zur Poesie verlegt. Und ich hatte ihm gesagt, es wäre schön, wenn Sie ein Vorwort dazu schreiben, um das Ganze etwas zusammenzufassen. Und da hat er, das sind 60 Seiten. Und diese 60 Seiten, glaube ich, werden jeden verändern, der mal ein Gedicht liest. Weil er diese Theorie entwickelt, dass jedes Gedicht, und sei es noch so ärmlich, sei es beschriebe es noch so, bösartige Vorgänge, handelt es noch so von Scheußlichkeiten, ist auf der Suche nach der Schönheit. Und diese 60 Seiten zitiere ich seit 15 Jahren immer wieder, weil sie bei mir ein Fenster geöffnet haben. Und dieser selbe Peter von Matt hat ein Buch über die Schweiz geschrieben, wo er versucht, auch in der Einleitung auf 60 Seiten mir zu erklären, das Verhältnis von Politik und Literatur und Intellektualität in der Schweiz. Ich halte das für einen Geniestreich. Das heißt, ein gutes Buch, das kann ein Roman sein, ein Gedicht, ein Essay, muss mich verändern. Denn sonst würde ich sagen, mein Gott, schon wieder Lebenszeit an etwas verschwendet, was mich eigentlich gar nicht berührt hat. Es ist durchgegangen. Verändern heißt aber nicht, dass Sie Ihr Leben umstülpen, sondern dass Sie etwas besser verstehen, eine Einsicht gewinnen, Zusammenhänge verstehen. Wenn wir uns ganz neu erfinden würden nach jedem Buch,
Ja, dann müsste ich ja auch praktisch jeden Tag zum Friseur gehen. Das würde nicht mal eine Biografie hergeben. Bei all den Büchern, die Sie gelesen haben, wie viele sind denn das pro Woche? Ich meine, es werden ja auch nicht alle Bücher verlegt. Nein. Es ist ja interessant, es ist eine Beobachtung von Julien Gracq, dass man meint, viel mehr Bücher gelesen zu haben, als man überhaupt gelesen hat. Das heißt, wenn man mit Büchern lebt und ununterbrochen mit Büchern Umgang hat, glaubt man, viele von denen gelesen zu haben, in die man vielleicht mal reingeguckt hat oder die einem aber sozusagen durch das Gerede über Literatur so in Fleisch und jeder von uns würde sagen, er hat Thomas Bernhard gelesen, den österreichischen Rabauken. Aber die Tatsache, dass jeder diese 3 Meter, die der Mann geschrieben hat, gelesen hat, da kann man mit Fug sagen, dass das nicht stimmt. Und das heißt, ich glaube, am Ende des Tages hat man, wenn man sich immer mit Literatur beschäftigt hat und verwandten Gegenständen, hat man vielleicht 3.000 bis 5.000 Bücher gelesen. Und mehr können es nicht sein. Bei vielen Büchern muss man ja auch nicht alles lesen. Man kann ein guter Marxist sein, ohne jede Zeile des dreibändigen Kapitals gelesen zu haben. Man kann sogar ein guter Christ sein, ohne jede Zeile der Bibel gelesen zu haben. Man kann Bewunderer des deutschen Idealismus sein, ohne jede Zeile von Goethe gelesen zu haben. Das ist so. Wir Büchermenschen, wir können ohne Bücher nicht leben, aber unser Leben besteht auch noch aus etwas anderem als aus Büchern. Gibt es, wir haben über Tranströmer gesprochen, andere Autorinnen, Autoren, die Ihnen sehr nahe sind? Eine Lieblingsautorin, Lieblingsautor? Es gibt sehr viele, aber ich möchte eigentlich will ich nur über Tote reden, weil sonst entsteht noch Konkurrenz. Konkurrenzen, und das will ich gar nicht, das liegt mir gar nicht, denn ich muss schon unterscheiden zwischen den Büchern und den Autoren. Nicht immer kann ich die Autoren leiden, die für mich sehr wichtige Bücher geschrieben haben. Die vielleicht charakterlich nicht ihren Vorstellungen entsprechen. Zum Beispiel nicht jeder Autor muss sozusagen eine Charaktereigenschaften haben, die ich voll und ganz unterstütze. Auch Rousseau, den ich sehr liebe, hat seine Kinder schlecht behandelt. Also das muss nicht sein. Aber ich habe eben sehr viel mit gelernt an den Autoren, die so aphoristisch gearbeitet haben. Ich habe geliebt über viele Jahre hier den Genfer Ludwig Hohl mit seinen sehr kurzen Notaten. Ich habe sehr liebe ein Buch ganz besonders, und das sind die Tagebücher von Kafka. Ich glaube, Kafka hat ist in jeder Zeile so präsent und so überraschend. Also Sie lieben das Komprimierte, das wirklich Intensive. Natürlich auch, weil ich außer den Romanen, die ich selber verlege, und den großen Roman der Vergangenheit, die ich lesen möchte, gar nicht so viel Zeit habe, mich mit gegenwärtigen Romanen zu beschäftigen. Aber Sie haben Zeit, selber zu schreiben. Gedichte zum Beispiel, Sie haben auch Romane geschrieben. Ich habe hier aus dem neuesten Buch Umstellung der Zeit das Gedicht Wer war es? Ein kurzes herausgesucht. Wären Sie bereit, das zu lesen? Selbstverständlich. Wer war es? Im Honig vom vergangenen Jahr steckt unversehrt eine Fliege. Der perfekte Mord. Kriminalromane könnten so anfangen oder so enden. Ja, ich
schreibe gerne doch ein bisschen weiter, habe das auch die ganzen Jahre getan, aus dem ganz einfachen Grund, wenn man immer mit anderen Sprachen, anderen Schreibweisen zu tun hat, vergisst man plötzlich, dass man auch eine eigene Handschrift hat. Man muss sich ja, wenn man einen dicken Roman redigiert, muss man sich ja sozusagen bis zu einem bestimmten Moment aufgeben, um in die Sprache dieses Autors zu schlüpfen, um zu verstehen, wo eine schwache Stelle ist, wo man was verbessern könnte. Man muss also sozusagen ein Teil dieses Autors werden, um dessen Handbewegungen beim Schreiben nachvollziehen zu können. Und wenn man das intensiv tut, verliert man natürlich die eigene Handschrift. Das heißt, man muss sie üben. Wie geschieht denn Inspiration für ein solches Gedicht? Die Fliege, die in den Honig fällt, Anfang eines Kriminalromans. Naja, Inspiration, darüber gibt es viele Theorien, wie die entsteht. Bei Ihnen? Bei mir ist es so, dass ich ein Honigmännlein kenne. Der kommt einmal im Jahr, klingelt der morgens um 5. Man geht vollkommen erschöpft nach unten und denkt, wer kommt. Und dann steht ein zahnloses, wunderbares Männlein mit einer unendlichen Alkoholfahne vor der Tür und bringt mir Honig. Und dann sitze ich da und wenn man schon mal aufgestanden, man liest die Zeitung, liest, dass die Welt gerade untergegangen ist, guckt nach draußen und sieht, es gibt sie eigentlich doch noch. Und dazwischen, in dieser Zwischenphase, guckt man in den Honig und sieht eine Fliege. Und denkt, ja, das ist interessant, eine Fliege, die alles noch hat, die nicht aufgelöst ist, ein vollkommenes Tier, aber es ist aus mit ihr. Und es ist eine Inspiration. Was genau Inspiration ist, wissen wir ja bis heute nicht genau. Es gibt ja unendlich viele Theorien über Inspiration. Auch das hat ja nicht nur Peter Vollmatt, aber auch er diskutiert. Da sitzt Rilke monatelang herum, es fällt ihm nichts ein. Er ist leer, er sitzt vor dem Papier und alle Bemühungen der Intelligenz... weiße Blatt. Geht nicht. Geht einfach nicht. Alles, was rauskommt, ist dummes Zeug. Und plötzlich gibt es einen Moment... Und er schreibt die Sonette an Orpheus innerhalb einer ganz kurzen Frist. Und das sind die Gedichte, die heute noch auf der ganzen Welt gelesen werden. Hätte er in diesen Monaten davor etwas hingezwängt? Hingezwängt, weil er es konnte. Jeder, der sich ununterbrochen damit beschäftigt, kann dann irgendetwas erfüllen. Dann würde das mit Sicherheit heute kein Mensch mehr interessieren. Das wäre abgelegt. Aber es gab einen Moment der Erleuchtung und der lässt sich weder genau gehirnphysiologisch feststellen bisher. Da gibt es ja auch schon Untersuchungen. Was passiert da eigentlich? Also wie viele Synapsen stoßen aneinander und es gibt einen Funken, um mit Sprache etwas auszudrücken, was vorher nicht ausgedrückt wurde. Aber Sie haben es ja geschildert mit der Fliege als... Eben, es passiert, dann braucht es die Aufmerksamkeit und wohl auch die Arbeit, dann das niederzuschreiben. Die Welt ist ja noch nicht untergegangen. Die Frage ist, was mit dem Buch geschieht, oder? In Zukunft, in der digitalen Welt. Sie haben mal gesagt, in der Basler Zeitung im Jahr 2012, wir erleben eine anthropologische Wende im digitalen Zeitalter. Ja, das glaube ich. Das glaube ich schon, dass... meine Generation noch vollständig ihr Wissen aus Büchern bezog, also auch mit einer gewissen Ausführlichkeit ein Thema behandelt haben wollte und eine neue Generation damit zufrieden ist, in den kürzesten Sequenzen miteinander zu kommunizieren. Das heißt, Twitter und Facebook und
bis hin zu den Suchmaschinen. Das heißt, dass heute, das hörte ich gerade in München, ein Seminar über Robert Musils Mann ohne Eigenschaften ist ein Seminar über 5 Stellen. Kein Professor verlangt mehr, dass der ganze Roman gelesen wird. Mhm. Das bedeutet, dass sozusagen der ganze traditionelle Imaginationsraum, der in unserer Bildung eine Rolle spielt oder gespielt hat bis heute, dass der schrumpft. Mhm. Der schrumpft und wird sozusagen vermittelt in den kleinsten Portionen. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Fantasie an etwas anderes abgegeben wird. Sie wird nicht mehr von der Vorstellung des Ganzen ernährt, sondern immer nur von der Vorstellung von Teilen. Und das bedeutet, dass unser ganzes Menschenbild sich natürlich ändern wird. Wir werden andere Menschen werden. Das geht nicht so schnell. Es ist jetzt nicht so, dass wir morgen uns nicht mehr erkennen. Aber da die... Damit kommen wir auch auf den Anfang zurück. Wir leben eben in einer Zeit, die sich so beschleunigt, dass viele es mit der Angst zu tun kriegen und aus diesem Prozess aussteigen wollen. Ja, die kommen nicht mehr mit. Wenn ich mir meine Lebenszeit angucke, also ich bin ja noch im Krieg geboren, und in diesen jetzt fast 70 Jahren, da ist in der Tat kein einziger Stein mehr auf dem anderen geblieben. Mhm. Ich bin aufgewachsen mit Mao Zedong, das muss man sich mal vorstellen, mit Mao Zedong, der ohne mit der Wimper zu zucken Millionen Leute in den Tod geschickt hat. Ich bin mit all diesen Leuten, das waren meine Zeitgenossen. Mhm. Und heute gehen sämtliche Regierungen nach China und fallen auf die Erde und küssen den Boden, um irgendeinen Auftrag für die Industrie zu kriegen. Das ist alles in meiner Lebenszeit. Die Entkolonialisierung. Ich kann mir manchmal, wenn ich eine stille Stunde habe nachts und nicht schlafen kann, dann überlege ich mir mal, wie kann man das darstellen? Mhm. Wenn man eine Autobiografie im 18. Jahrhundert gelesen hat, dann war das die Grand Tour. Ja, man fuhr über die Schweiz nach Italien. Das war das Italien-Erlebnis, das war das Erlebnis der Antike. Mhm. Man kam zurück, erzählte davon, hatte auch anders gegessen, anders getrunken, andere Kleidung, andere Sprachen gesehen. Aber es war doch ein Ereignis. Heute sind diese Ereignisse in einer solchen Zahl zusammengebunden. Wieder ein Beispiel für die Beschleunigung, oder? Ja. Nur die Frage, das Buch, könnte das nicht eine Rolle spielen, jetzt egal ob als E-Book oder als gedrucktes Buch, im Feld der Orientierung, wenn Sie sagen, da ist einfach viel Material, das ist viel Kleinteiliges. Selbstverständlich wird es immer eine Rolle spielen. Mhm. In meiner Generation spielt es die erste Geige und jetzt ist Mode, Wirtschaft, Jogging, Kleidung, Essen gehen. Ja, mein Gott, in meiner Jugend, kein Mensch hat ein Buch über, wie man einen Salat herstellt, gelesen. Wir haben andere Dringlichkeiten auch. Heute gibt es jedes Jahr 40 Bücher, wie mache ich einen Salat an? Ist auch immer nur Öl und Pfeffer und ein bisschen Vinaigrette. Aber es gibt jedes Jahr 30 neue Salatbücher. Das heißt, die Literatur, wenn man wirklich an sie glaubt, darf man nicht hoffen, dass die in diesen Gesellschaften, wie wir sie heute haben, eine entscheidende Rolle spielt. Man muss aber mit den wenigen, die sie lieben, mit denen muss man Kontakt halten. Weil das ist dann doch eine Gruppe, die davon überzeugt ist von einer Sache. Und ich glaube, dass das auch für die Zukunft gilt. Es werden Minderheiten sein, die ein solches Gedicht lesen und darüber nachdenken. Und es werden immer Minderheiten bleiben. Und die Vorstellung, die man in Sonntagsreden hört, wir müssen, ja, die Literatur und so weiter,
Das ist alles Quatsch. Wir müssen gar nicht. Man muss, wenn man will, auf diese Literatur zugehen. Die Literatur kommt nicht zu einem. Wir haben ja eingangs über die Rolle der intellektuellen Frauen und Männer gesprochen. Da haben Sie klar gesagt, die können Orientierung geben. Also denen geht auch der Stoff nicht aus. Sie werden Ende des Jahres bald die Geschäftsleitung des Hansa Verlages abgeben in jüngere Hände. Jo Ländle, selber ein Verleger und auch ein Schriftsteller, also sozusagen mit dem vergleichbaren Profil, wird in Ihre Fußstapfen treten. Was haben Sie für ein Gefühl? Wehmut? Nein. Im Moment jedenfalls herrscht noch das Glück vor. Es gibt ja Leute, die dann ganz euphorisch werden und dann kommt der Tag und sie fallen in eine unstillbare Trauer und bringen sich um. Das will ich nicht hoffen. Noch ist die Freude groß, dass ich endlich mal diese Bücher lesen kann, die ich bisher immer zur Seite legen musste. Noch ist die Freude groß, dass ich vielleicht Reisen machen kann, die länger dauern als einen Tag. Und noch ist die Freude groß, zu erleben, mitzuerleben, wie dieser Wandel, der vor unseren Augen vor sich geht, ohne dass wir ihn im Detail messen können, dass ich den noch ein bisschen beobachten kann. Denn das beobachte ich nun seit 40 Jahren, mit welcher Rasanz die Welt sich ändert. Und ein Freund von mir hat kürzlich geschrieben, man müsste den Friedenspreis des deutschen Buchhandels an die Billigflieger vergeben. Weil die haben es möglich gemacht, dass wir den Osten kennen. Vor 20 Jahren ist keiner von Ihnen, auch Sie nicht, nach Novi Sad und nach Bukarest und so weiter und Budapest gefahren. Heute gehe ich zum Flughafen, bin in einer Stunde dort. Ich kann diese Länder entdecken, die ja mehr zu Europa gehören als viele westliche Länder. Und diesen Wandel zu sehen, zu begreifen und trotzdem bei mir zu bleiben, indem ich meine Bücher lese, vielleicht auch noch was schreibe, das ist für mich im Moment jedenfalls das größte Glück. Das heißt, für Michael Krüger gibt es ein Leben nach dem Verlegerleben. Ja, es gibt ein Leben. Außerdem bin ich Präsident geworden. Ich bin, Sie dürfen bald Künste. Herr Präsident zu mir sagen. Denn ich bin Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Ja, hab ich gesehen, ja. Und das ist eine ehrwürdige Institution mit vielen Klassen. Und ich will versuchen, weil mich das ja auch interessiert, die Malerei und die Musik, die moderne Musik, dass da ein Gespräch über die Künste stattfindet. Und ich hoffe, dass meine Schweizer Freunde sich auch daran beteiligen werden. Das heißt, die schönen Künste wird dann für Sie auch noch eine Ausweitung von der Literatur hinaus bringen. Ja. Michael Krüger, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in Ihr Verlegerleben. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke für die Einladung. Theorie, die politische Wissenschaft integrieren konnten, als Teil des Denkens, als Teil dieses Ideenhimmels, aus dem man sich anzapfen konnte, was man wollte, dass man plötzlich bei Surkamp eine ganze Hegel-Ausgabe für 98 Mark kaufen konnte, wo früher ein einziger Band so viel kostete. Sozusagen diese Vergesellschaftung des Wissens und des Geistes, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ja. Das war die eine Sache. Die zweite Sache war, ich bin ja noch sozusagen an der Druckmaschine groß geworden. Ich habe ja auch Drucker gelernt neben dem Buchhandel und hatte also immer noch so ein handwerkliches Interesse am Buch. Das war interessant, wie man die Umschläge und so weiter, wie gedruckt wird, wie das Kapitalband, wie der goldene Schnitt auf der Seite aussieht, wie die Typografie auszusehen hat. Das war alles so etwas in den 50er und bis Mitte der 60er Jahre so etwas unschuldig, spießig, einfach immer so gemacht worden. Und dann kam die Überlegung,
ja, vielleicht gibt es eine ganz andere Buchform und wir müssen das etwas anders gestalten und machen. So, das war die zweite Sache. Und die dritte Sache war, dass natürlich um 68 herum durch die Theoretisierung der Literatur, durch die heftige Theoretisierung der Literatur, man die Literatur verteidigen musste. Mhm. Weil plötzlich war die Literatur eigentlich hinter die großen Theorien. Man las, um es deutlich zu sagen, man las den französischen Philosophen Michel Foucault über Literatur, mhm, aber nicht mehr die Literatur selber. Und plötzlich fühlte ich mich aufgerufen, mich wirklich für die Literatur einzusetzen, mhm, und zu kämpfen. Mhm. Und ich habe viele Preise gegründet. Wir haben diesen wunderbaren Petrarca-Preis gegründet, den wir über 20 Jahre lang vergeben haben, wo alle großen Dichter eingeladen wurden zu lesen, mhm, von Tranströmer und bis Gatzel und hier aus der Schweiz, mhm, Philippe Jacotet. Und sodass wir mussten ein Gegengift, ein Antidot bilden, damit die Literatur, der eigentliche imaginative Raum, nicht sozusagen hinter die Theorie zurücktritt. Die Theorie entwickelte eben so viel Imaginationspotenzial, ja, wurde immer verrückter und närrischer, wurde immer literarischer. So dass die Leute dachten, nur das lesen wir also Roland Barthes und Michel Foucault und Derrida etc. Und brauchen die Literatur ist eigentlich nur dazu da, von den großen Philosophen erklärt zu werden. Die Verteidigung der Literatur, es ist eine ganze Eloge auf das Buch, das jetzt angeklungen, ja, ist. Wir sind aber ausgegangen von der Ökonomisierung, vom Druck, ja, der in den letzten Jahren, ich weiß nicht, Jahrzehnten auf den Verlagen, auf den Buchhandel lastet. Ja. Wann hat denn das eingesetzt? Was hat das mit sich gebracht? Ja, das ist sehr interessant und zukünftige Historiker werden das genauer bestimmen können. Aber als ich groß wurde und mit meiner Arbeit anfing, gab es das Wort Konzern, mhm, in unserem Beruf nicht. Ja. In diesen 40 Jahren hat sich diese Situation so geändert, dass heute in Deutschland 80% der Bücher, literarischen und Sachbücher, aus drei Konzernen kommen. Nämlich Bertelsmann, Holzbrinck und Bonnier. Und die Unabhängigen, also die Ogenes, Klett, Surkamp, Hansa, Wagenbach und viele, viele, viele Kleine, machen zusammen nur noch 20%. Das heißt, die Vorstellung, dass man immer größer werden muss, um an dem Markt zu bestehen, hat natürlich auch dazu geführt, dass alle Sublieferanten sich darauf eingestellt haben. Früher hat man, um ein Beispiel zu geben, hat man ein Buch eines amerikanischen guten Autors, da musste man einen Vorschuss zahlen, der etwa 10.000 verkauften Exemplaren entsprach. Ja. Ich will keine Namen nennen, aber wenn Sie heute einen bedeutenden amerikanischen Autor einen Vertrag machen wollen, ja, können Sie bis zu 1 Million oder 1,5 Millionen zu zahlen haben. Auch bedenken, wir haben von Umberto Eco, glaube ich, 30 Bücher verlegt, ja, und davon sind 7 Romane. Ja. Und der Rest sind lauter Essaybände, Studien, mhm, semiotische Studien, Theorie der Übersetzung, mhm, und so weiter. Da haben, mhm, wir zum Teil 3.000, 4.000, 5.000 verkauft. Ja. Das heißt, die Querfinanzierung bei Eco ist sozusagen, bleibt innerhaub des Gesamtwerks Eco. Ja. Aber prinzipiell ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Wir sind ein unabhängiger Verlag, aber ich muss eben als Geschäftsführer am Jahresende eine saubere Bilanz hinlegen. Und es war mein Ehrgeiz, und das ist uns auch gelungen, dass wir eben nicht bei der Bank nachfragen, ob sie uns die Sachen finanzieren kann. Aber jetzt mal, Herr Kröger, inhaltlich. Alle 2, 3 Jahre ein Nobelpreisträger. Wie haben Sie das gemacht? Das ist ganz einfach. Man muss immer die Bücher kaufen oder nehmen,
die anderen nicht genommen haben. Denn der Nobelpreis kann schlechterdings nicht an Autoren gehen, die sowieso schon jeder kennt und die jeder gelesen hat. Das geht nicht. Brodsky, Heaney, der Karibe, Wolcott, ein wunderbarer Dichter, ein schwarzer Dichter. Schwarz und mit wunderbaren, krausen Haaren, ein Homer der Karibik. Mhm. Den kannte natürlich keiner vorher. Der wurde verlegt in den besten Verlagen. Die Auflagen waren 1.000, 2.000, 3.000. Ich habe ihn damals gelesen und wir haben ihn, der Hansa Verlag hat ihn gemacht. Wir waren glücklich damit, 2.000 verkauft zu haben. Und dann wurde er natürlich, weil er ein bedeutender Dichter ist, irgendwann auf diese Liste gebracht und irgendwie hat er den Preis gekriegt. Das heißt, wir hatten einen Autor, um mal ein Beispiel zu sagen, wir hatten lange Jahre einen Autor, Kwazi, aus Südafrika. Mhm. Ein wunderbarer Schriftsteller. Den haben wir für uns entdeckt. Wir haben, glaube ich, 4 oder 5 Bücher gemacht und haben nie irgendetwas verkauft. Mhm. Der wurde aber immer berühmt. Der kriegte den Booker-Preis in England und der Agent wollte sehr viel Geld haben. Mhm. Und da haben wir gesagt, nein, das können wir nicht mehr machen. Wir verlieren zu viel Geld. Das muss man ja dann auch gegenüber anderen Autoren rechtfertigen. Also hören wir auf. Prompt kriegt er 2 Jahre später den Nobelpreis. Und das ist so. Da kann man auch nichts dagegen machen. Aber wahr ist, was Sie gesagt haben. Man muss einen Verlag, da arbeiten Menschen. Da arbeiten Autoren, die einem die Rechte übergeben. Das heißt, man hat eine Verantwortung und muss... die wollen auch am ersten ihr Geld haben, so wie sie das kriegen, automatisch. Und deshalb muss man sehen, dass man mit den Büchern, die man hat, eben so viel verkauft, um ein solches Geschäft am Leben zu erhalten. Nehmen wir ein Beispiel. Thomas Tranströmer, der schwedische Autor. Wir hätten ja vielleicht noch Lars Gustafsson gekannt, aber... ich würde jetzt sagen, für viele völlig unbekannt. Kriegt 2011 den Literaturnobelpreis. Sie haben gesagt, ein persönliches Geschenk. Inwiefern? Weil dieser Mann hat, glaube ich, geschrieben, insgesamt ein Werk von 300 Seiten. Nicht mehr. Er war Psychologe und hat sein Geld mit was anderem verdient. Aber jedes dieser Gedichte, dieser 270 Gedichte, war wie ein, für mich wie ein Wunder. In jedem Gedicht war eine Beobachtung, eine Formulierung, eine Metapher, die für mich ein Fenster aufgemacht hat in eine andere Welt. Und ich habe den immer gelesen, wir haben immer winzige Faszikel mit seinen Gedichten herausgegeben. Manchmal waren es 20 nur. Da musste man sehr viel Titelei vorne reindrucken und hinten noch Anzeigen machen, um dem Buch überhaupt einen Körper zu geben. Mhm. Und der wilde Marktplatz, ich glaube, es waren nur 8 Gedichte. Aber ich war vollkommen immer der felsenfesten Überzeugung, dass wir einen der wunderbarsten Dichter verlegen. Und wäre er ohne Nobelpreis in die Grube gegangen, wäre er immer dieser wunderbare Dichter geblieben. Und ja, Herr Krüger, Deutschland wählt, Deutschland war im Wahlkampf. Was steht denn in Deutschland auf dem Spiel? Ich glaube, es geht nicht um Deutschland selber, um die innenpolitischen Probleme, auch nicht um die sozialen Probleme, die ja alle da sind, wie in allen westlichen Staaten. Eine Gruppe der Gesellschaft reicher und reicher wird und die andere ärmer und ärmer oder doch jedenfalls fast nicht mehr reicher. Aber das sind alles Probleme, die meines Erachtens justiert werden können. Es geht um Europa. Das Selbstbild von Deutschland ist eines, dass wir haben uns das alle geschaffen, gemeinsam. Nach dem Krieg. Ja, nach dem Krieg in diesen 60 Jahren und jetzt kommt Europa und will uns das wegnehmen. Mhm. Davor haben sehr viele Leute Angst. Dass wir
ein Teil dieses Europas sind, wird dabei nicht gesehen. Die andere Angst, die Angst der Intellektuellen, würde ich mal sagen, ist, dass die anderen Länder Europas uns in eine Rolle drängen, die Deutschland irgendwie nicht erfüllen kann. Das heißt, wir sollen eine Führungsrolle übernehmen. Als Wirtschaftsmacht, als politische Macht. Als Wirtschaft was. Und ich glaube, das können wir nicht, denn das bedeutete ja auch, eine intellektuelle Macht zu haben. Und ich habe den Eindruck, dass da im Moment diese auseinanderstrebenden Vorstellungen, was wir alles tun sollen, mit unserer Selbstwahrnehmung kollidiert. Das heißt, wir haben selbstverständlich, wie alle anderen Länder auch, wir haben eine Menge Probleme. Wir haben Probleme mit der Schule, wir haben die Probleme mit der Universität. Gab es denn Probleme oder heiße Eisen oder Fragen, die den Menschen unter den Nägeln brennen, die jetzt überhaupt nicht besprochen wurden im Wahlkampf? Ich glaube schon. Die ganze kulturelle Frage wurde überhaupt nicht besprochen. Das haben Sie auch hier in der Zeit, oder? Die hat eine Umfrage gemacht bei 48 Intellektuellen zu. Haben Sie auch zu Protokoll gegeben, dass Sie die Kultur vermisst haben? Ja. Inwiefern ist sie denn wichtig im Wahlkampf? Naja, ich glaube, es geht ja nicht mehr nur noch um nationale Wahlkämpfe, sondern es geht auch um unsere Vorstellung von Europa. Und da muss doch die Kultur eigentlich die Hauptrolle spielen. Vielleicht neben, aber auf jeden Fall neben der Wirtschaft, wenn nicht sogar über der Wirtschaft. Hm. Wenn irgendetwas identitätsbildend ist, dann ist es nicht der Export von Siemens oder einer anderen Firma, sondern dann ist es dieses gemeinsame Erbe, diese Kultur. Sie haben sich als Verleger stark gemacht, oder? Für internationale Literatur, eben für nicht nur Europa, weltweit verbindende Literatur. Inwiefern ist denn dieser geistige Humus so wichtig? Ich glaube, er ist das Wichtigste überhaupt. Denken Sie mal an einen Staat, der jetzt ganz im Abseits steht, nämlich Griechenland. Die griechische Kultur, die ist wahrscheinlich die älteste in Europa, sieht man von Etruskern und so weiter ab. Die älteste, die uns geformt hat. Diese Kultur hat über die Jahrhunderte eben auch eine moderne hervorgebracht. Es fahren jedes Jahr, ich weiß nicht, 3 Millionen Menschen nach Griechenland in den Urlaub. Aber kein Mensch interessiert sich zum Beispiel für diese griechische Literatur, für die hochinteressant ist. Und wir kennen ein paar Namen, Konstantin Kafafis von der Jahrhundertwende oder Odysseas Elitis oder Yannis Ritsos. Das sind Namen, die dann oft vertont wurden, und die hört man dann, wenn man in Griechenland in der Kneipe sitzt, hört man diese unverständlichen Worte. Aber dass gar keiner sich dafür interessiert, zeigt ja, dass dieses Europa durch die Billionenverkehrsmittel vollständig vernetzt ist. Ich kann zum Flughafen fahren und mit Last Minute bin ich in einer Stunde in Istanbul oder am Schwarzen Meer oder unabhängig von der Kultur dieses Landes. Aber was wäre, wenn Sie nennen jetzt die griechische Mythologie? Was kann ich denn für mein Leben gewinnen aus solchen Erzählungen, aus der Kultur? Was haben Sie da dem abgewonnen? Naja, zunächst mal, es geht nicht nur um die griechische Mythologie, sondern es geht auch um Platon. Es geht um das Verhältnis vom Staat. Ja, sichtbar und klar für einen kleineren Verlag, gar nicht mehr leistbar geht. Ist. Aber das ist der Markt, der sozusagen das Geschäft bestimmt. Ich könnte ja jetzt sagen, ja, die Autoren sind ja dann selber schuld. Naja, das glaube ich nicht, dass die zunächst mal schuld sind, sondern wenn ein Autor, der von diesen Dingen lebt, der kriegt ja kein Gehalt. Der lebt davon, dass seine Bücher den Geschmack, die Reizung ausüben, dass jemand diese Bücher liest, kauft. In den 60er Jahren war mehr als die Hälfte des Einkommens eines Autors Honorare aus dem Rundfunk.
das hat sich radikal verändert. Er muss also viel mehr von den Büchern selber leben. Vom primären Produkt. Ja, weil die Literatursendungen im deutschen Rundfunk eben radikal zusammengeschnurrt sind auf 3, 4, 5 Minutenbeiträge. Ich selber habe viele Jahre lang Literaturkritik im WDR gemacht. Da hatte man eine halbe Stunde im Monat. Das war eben doch eine große, schöne, ein Batzen, von dem man auch die Miete zahlen konnte. Aber Sie haben jetzt die Veränderung des Marktes geschildert. Wie hat sich das auf das Buch ausgewirkt? Das hat sich insofern ausgewirkt, als wir heute eben die Großkonzerne haben mit den vielen Unterverlagen, was bedeutet, dass das nicht nur für Deutschland gilt, sondern die Bertelsmänner und die Holzbrinks haben natürlich auch in Amerika, in Frankreich und so weiter große Verlage gekauft. Die haben einen besseren Zugang natürlich auch zu den amerikanischen und überhaupt ausländischen Agenten, die heute für den Transfer der Bücher zuständig sind. Während diese mittleren und kleineren dafür werben, dass wir den besseren Service haben, dass wir die besseren Lektoren haben, dass wir sozusagen als das Buch besser begleiten. Ja, dass wir sozusagen so eine Rundumbeatmung des Autors bieten können. Denn ich glaube auch, dass wir nicht schlechter verkaufen als die Großen. Und zweitens, die Großen haben natürlich auch sehr, 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 sehr viele gute Bücher, leider. Wenn die nur schlechte Bücher hätten, wäre es ja leichter, dagegen zu polemisieren. Aber es lohnt sich überhaupt nicht zu polemisieren. Die Situation ist insgesamt für mich als Leser, Leserin, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Es werden immer noch, ich weiß nicht, 80.000, 90.000 deutschsprachige Bücher pro Jahr verlegt, alles in allem. Das Angebot ist riesig. Ja, aber Sie müssen doch hingucken, dass eben heutzutage die wirklich interessanten Sachen häufig aus sehr kleinen Verlagen kommen. Sehr klein. Das haben Sie geschildert, wird für die kleinen Verlage einfach immer enger. Dieses Netz ist eigentlich gemacht für die Großen. Ja, denn man muss die Bücher ja in der Hauptsache über den Buchhandel verkaufen. Noch ist das Netz nicht so zugänglich, dass ich ein Buch über das Netz für 3.000 oder 4.000 Leute da so durchschmuggeln kann, dass es auch tatsächlich die Empfänger erreicht. Das ist sehr kompliziert. Das klingt immer so einfach, das große Netz, und dann schmeißt man es nur rein und 4.000 Leute werden schon sehen, wie sie das da wieder rauskriegen. Das heißt, der Hauptteil heute geht immer noch über das gedruckte Buch. Nach wie vor. Das sind doch 70-80% und in manchen Fällen bei kleineren Verlagen sogar 90%. Und das heißt, wir brauchen einen Buchhandel nach wie vor. Und meine Arbeit war es immer gewesen, den Buchhandel zu stärken. Jetzt haben Sie bereits von der Verteidigung der Literatur gesprochen, allerdings in Ihrer Biografie etwas früher. Gleichwohl, Hansa Verlag unter Ihrer Leitung hat, ich weiß nicht, 14 oder 15 Literatur-Nobelpreisträgerinnen hervorgebracht. Mo Jan 2012, Thomas Tranströmer 2011, Hertha Müller, Leclésio, Orhan Pamuk, Joseph Brodsky, wir könnten weiter zurückgehen, Elias Canetti und so weiter. Also sozusagen über Qualität, querfinanziert durch Bücher, die sich auch breiter verkaufen. Hier auf der Liste jetzt fehlt Umberto Eco, zum Beispiel mit Der Name der Rose, der auch in Ihrem Verlag erschienen ist. Ja, ein Buch, das sich gut verkauft hat. Ist das so sagen, ein Modell, Querfinanzierung der hohen Literatur durch breite Literatur? Ja, nur Sie müssen im und den, zu den Intellektuellen und Künstlern. Das ist alles damals schon vorgedacht worden. Und wenn Sie Herodot lesen, dann lernen Sie etwas über die Aufteilung der Welt, über die Geografie der Welt, über die Kriegsführung in der Welt. Nein, es gibt keinen Text der griechischen Antike, der heute uninteressant wäre. Gar nicht zu reden von der Naturkunde und wie man Honig gewinnt und so weiter. Auch das sind Dinge, die man in den griechischen Büchern lernen kann. Also und
Man kann etwas lernen, nämlich das Verhältnis von Stadt, Athen und Land. Und ich glaube, das Problem wurde damals sehr deutlich, und das ist ein Problem, das immer noch in Frankreich, in Italien, auch in Deutschland existiert. Hier ist die Stadt, hier ist Berlin, hier ist Paris, hier ist London. Und da ist das komische Landvolk, das früh aufstehen muss und die Kühe melken muss, und aber eigentlich nicht mehr so richtig in unserem Bewusstsein ist. Also Sie würden sagen, die Zeit hat das richtig gemacht. Die Intellektuellen sind durchaus Wegweiser. Das würde ich für Deutschland nicht mehr sagen. Ich gehöre ja einer Generation an, die die 68er genannt wurde, weil wir um diese Zeit erwachsen wurden und uns gebildet haben und uns sehr eingemischt haben in eine Gesellschaft. Nicht ich persönlich so sehr, aber doch auch, aber viele andere meiner Generationsgenossen. An der Universität, in der Wahrnehmung, wie wir leben wollen und so weiter. Und selbstverständlich gab es um diese Zeit eine stärkere Einmischungsbereitschaft als heute. Heute ist das Politische ganz an den Rand gedrückt worden. Das habe ich jetzt auch in dem ganzen Wahlkampf beobachtet. Man guckt mit einem gewissen Ekel diese Plakate an. Immer dieselben dummen Sprüche, die weder etwas mitteilen, nur suggestiv sein wollen. Es ist einfach furchtbar. Und wenn man, je älter man wird, je öfter man das gesehen hat, desto frustrierter ist man. Was hat denn die Politik abgelöst? Na, auf jeden Fall das Interesse für Ökonomie. Das Interesse für Lebensformen. Es ist viel interessanter offensichtlich für viele Leute, wie sie leben, wie sie essen, wie sie sich fit halten und so weiter, als wie sie regiert werden. Mit der Ökonomisierung sind wir ja bei Ihrem Thema als Verleger. Das kennen Sie auch, den ökonomischen Druck auf die Verlage, auf die Verlagswelt. Sie sind 1943 in Wittgendorf, im heutigen Sachsen-Anhalt, geboren, in Berlin aufgewachsen. Sie haben nach dem Abitur dann eine Buchhändlerlehre gemacht und eine Druckerlehre, haben ein paar Jahre in England gearbeitet und sind seit 45 Jahren im Hansa Verlag in München tätig. Das ist ein Verlag, der noch konzernunabhängig in Familienhand sich befindet. Das heißt, ein Verlegerleben als Lektor, als literarischer Leiter, seit Jahren als Geschäftsführer, als verantwortlicher Geschäftsführer dieses Verlages. Die Süddeutsche Zeitung hat mal über Sie geschrieben, eine der letzten überragenden Verlegerpersönlichkeiten, die fast schon ausgestorben sind, obwohl sie nötiger wären denn je. Wie lebt es sich denn als verlegerischer Dinosaurier? Naja, Sie haben ja gerade vorgelesen, eigentlich ist man ja schon halb tot. Und man steht sozusagen schon mit einem Fuß in der Grube. Und deshalb immer, das sind ja traurige Gestalten, die so kurz vor der Grube stehen, also wird man noch mal gelobt. Mhm. Und nein, ich schaue auf diese Zeit mit der größten Freude zurück, weil ich verschiedene Phasen mitgemacht habe, die wahrscheinlich zu den schönsten Phasen der Verlegerei gehören. Das erste, dass eben um 68 die Wahrnehmung nicht nur für die schöne Literatur, sondern eben auch für sehr viele theoretische Literatur geschärft wurde. Das gab es vorher nicht. Da gab es die Literatur, das war der Literaturverlag, und er hatte manchmal ein paar Sachbücher. Aber dass wir um 68 in den Verlagen die Psychoanalyse, die Ethnologie, die politische